bin Angelo Papenhoff und ich will euch was über Multics erzählen. Ich habe den Vortrag schon mal im Juli in Schweden gehalten, deswegen sind die Folien auf Englisch, aber ich denke, das ist kein Problem. Viele haben irgendwie von Multics gehört, irgendwie das Wort sagt den meisten irgendwie was, aber kaum einer weiß irgendwie was Genaues über Multics oder hat es mal benutzt. Ich habe hier mal so ein bisschen so ein paar Sachen gesammelt, die man so vielleicht über Multics denkt. Also dass es irgendwie so ein riesiges Betriebssystem ist, irgendwie aus der längst vergangenen Zeiten. Und dass es irgendwie nie so richtig funktioniert hat oder nicht erfolgreich war zumindest. Aber irgendwie war es angeblich auch sehr einflussreich. Viele haben auch gehört von diesem Segmentmodell, dass irgendwie jede Datei sozusagen wie mit M-Map sozusagen im Speicher irgendwie gemappt ist, um darauf zuzugreifen. Und dass Unix irgendwie so eine Art kleineres Multics ist als irgendwie Entwicklung auf eine kleinere Maschine. Und vielleicht noch andere Ideen irgendwie, die man hat. Also ich will einfach so ein bisschen über Multics erzählen und das auch zeigen und dann werden wir sehen, was davon irgendwie stimmt oder was da vielleicht nicht von stimmt. Genau, das ist die Idee. Also wir wollen ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Also fangen wir mal an mit dem Multics-Projekt überhaupt. Also am MIT wurde in den 60er Jahren das Compatible Timesharing System entwickelt, CTSS. Auf etwas modifizierten IBM 709 bzw. 90 Computern. Das lief auf verschiedenen. Und dieselbe Gruppe hat dann aus den Fehlern und so weiter im Wesentlichen gelernt und wollte halt ein besseres Betriebssystem schreiben, Multics. Und ja, das war also das Zweite. Also Second System Syndrome gibt es. Und das merkt man eben bei Multics. Das war sozusagen eines der ersten Second System Syndrome, die sich da gezeigt haben. Die brauchten aber einen Timesharing Computer dafür, der das, also was sie machen wollen, in Hardware unterstützt. IBM war damals noch nicht wirklich an Bord. Die haben ihr Batch, ihre Stapelverarbeitung gemacht und so weiter. Aber General Electric war da sehr daran interessiert. Und deswegen kam da die erste, also haben MIT und General Electric zueinander gefunden. Sie wollten das Ganze nicht in Assembly schreiben, wie das bisher gemacht wurde, sondern in einer höheren Programmiersprache. Und IBM hatte da gerade an irgendwie die erste Spezifikation von PL1 rausgebracht, da hatten sie gerade dran gearbeitet. Aber es gab halt noch keinen Compiler oder sowas dafür. Also das war nur die Sprachspezifikation. Und Bell Labs waren dann auch dran interessiert, weil also eben durch dieses Kommunikationsaspekt eben, also weil man eben das als ja, große Computing-Ressource sozusagen geplant hat, wo halt alle irgendwie draufkommen von überall, von allen möglichen Orten und Bell Labs war halt so mit Netzwerk und Telefonie und so weiter natürlich in dieser Branche irgendwie drin. Geleitet wurde das Projekt von Fernando Corbato vom MIT. Der war auch schon bei CTSS dabei. Und dann haben sie 64, 65 angefangen, ihre Ideen niederzuschreiben. Das sind die Multics Design Notebooks. Das waren halt erstmal so Ideen. Und das ist jetzt hier die grobe Übersicht überhaupt. Dann wurde halt daran gearbeitet, an der Implementierung und an der Hardware und so weiter. Aber 69 sind die Bell Labs dann ausgestiegen aus dem Projekt. Die waren nicht zufrieden damit, wie das lief und waren dann raus. Ein Jahr später hat General Electric die Computerabteilung, die sie hatten, an Honeywell verkauft. Und dann in den 70ern hat Honeywell Multics tatsächlich verkauft. Also sowohl die Hardware als eben auch Multics selber, die Software. An einige Interessenten. 85 war dann aber auch schon irgendwie wieder Ende. Honeywell hat dann also aufgehört mit Multics, das aktiv weiterzuentwickeln.
Und dann sind so nach und nach die Installationen wurden dann runtergefahren. Und 2000 tatsächlich erst ist die letzte Multics-Installation runtergefahren worden. So, die Implementierung. Es gab keinen Compiler für die Sprache eben, bis 1966 jedenfalls, und weil die PL1-Sprache eben doch relativ komplex ist. Und um überhaupt irgendwas machen zu können, haben Doug McElroy und Bob Morris und vielleicht noch ein paar andere an einer, also Early PL1 gearbeitet, deswegen EPL. Das war so ein ganz einfacher Compiler, damit sie überhaupt schon mal programmieren konnten. Aber das war nicht irgendwie effizient oder irgendwas. Das war ziemlich langsam. Und sie hatten auch bis 67 nicht mal einen Computer, um das auszuführen, sondern mussten das simulieren auf einem Simulator, der von GE geschrieben wurde, der auf einer anderen Hardware lief von denen, die dann sozusagen erweitert wurde für Multics. Aber bis dahin war es nur simuliert. Die Entwicklung fing an auf CTSS und GCOS. GCOS war das Betriebssystem von GE, das gibt es auch immer noch, wird jetzt von Bull verkauft. Und ja, im Dezember 67 war dann die erste Phase, da war dann der Milestone erreicht, dass Multics auf echter Hardware tatsächlich booten konnte. Und ein Jahr später war es dann halt Self-Hosting, also sie konnten dann die ganze Entwicklung auf Multics selbst machen. Und wieder ein Jahr später war Multics sozusagen bereit für den Einsatz und konnte halt genutzt werden. Das war aber, also wenn ihr es gesehen habt, ja, April 69 hört Bell Labs auf und Ende 69 ist Multics fertig. Also sie waren sozusagen sind vielleicht ein bisschen früh aus dem Projekt rausgegangen, waren ein bisschen ungeduldig in der Hinsicht vielleicht. So, was waren die Ziele von Multics? Also erstmal Timesharing natürlich, also ein großes System, wo viele Leute drauf gleichzeitig arbeiten können. Sie wollten mehrere Prozessoren gleich supporten, nicht nur eins. Ein hierarchisches Dateisystem, also bis dahin oder auch später waren Dateisysteme oft nur mit einer Ebene, also Verzeichnisse in einer Ebene und halt Dateien, das aber hierarchisch. Dann ein segmentiertes und gepagedes Speichermodell. Segmentierung gab es schon vorher und Paging war auch gerade ganz neu, das wurde ausprobiert und die wollten halt beides haben. Und für die Sicht der Nutzer auf das System wollten sie, dass Dateien, die auf der Festplatte gespeichert sind und Dateien, wie man sie beim Programmieren benutzt, einfach indem man auf Speicher zugreift, die sollten sozusagen gleich aussehen. Also man sollte jetzt nicht explizit Dateien öffnen müssen und solche Sachen. Und dasselbe eben auch für Programmcode, sodass man seine Programme eben in einzelnen Segmenten schreibt und diese Segmente dann automatisch, wenn halt das Programm läuft, verlinkt werden vom Linker. Also dynamisches Linking, kein statisches Linking und eben auch implizit. Also sobald ich irgendwas benenne, dass das existiert, dann glaubt mir das System sozusagen das und versucht das zu finden, ohne dass ich jetzt sagen muss, irgendwie ich will jetzt gegen lib xyz linken oder sowas. Sie wollten so ein Sicherheitssystem haben, weil eben viele Benutzer das benutzen sollten, also Zugriffskontrolle und auch so ein Schutzmechanismus, so ein Privilegiensystem, das über verschiedene Ringe gelöst ist, wo jeder Ring, also je innerer der Ring ist, desto mehr Rechte hat man in dem Ring. Der Command-Line-Interpreter, der war vorher bei Betriebssystemen eigentlich Teil des Kernels, wie wir heute sagen, selbst. Und das wollten sie aber im User-Space lösen. Und da kam auch das Wort Shell das erste Mal vor, was ja heute ein bekannter Begriff ist. Dann wollten sie eine I.O.-Architektur haben, die unabhängig ist von dem konkreten Gerät, mit dem man jetzt I.O. macht. Also ich muss nicht für Paper-Tape und für Teletype und für irgendwie Disk, eigenen Code schreiben, sondern das soll abstrahiert sein, eben auf einem Level, dass das überall gleich aussieht. Und Online-Hardware-Reconfiguration ist auch ganz interessant, also das System sollte immer laufen und wenn ich da jetzt eine CPU rausnehme oder so, dann soll das trotzdem laufen. Und dann kann ich die andere CPU irgendwie dazu starten und dann läuft es halt weiter mit der neuen CPU auch.
So, welche Hardware wurde da benutzt? John Kulur war bei GE der Architekt der 600er-Serie. Das war deren Mainframe-Reihe. Und es ist eine relativ konventionelle Architektur von einem Mainframe irgendwie in, zur Mitte der 60er Jahre. Das heißt also, ist eine Akkumulatormaschine und 36-Bit war damals auch so Standard für wissenschaftliche Zwecke. IBM hat ja auch 36-Bit-Rechner gehabt. Es gibt 8 Indexregister und 18 Bit-Adressraum. Dazu gibt es, was vielleicht jetzt doch eher unkonventionell ist, sehr komplexe Adressierungsmodi, wo sehr viel Indirektion möglich ist. Also es ist nicht nur immer irgendwie Lade von hier oder so, sondern ich kann dann irgendwie Index und dann indirekt und dann hier wieder indirekt und so weiter. Man kann da ganze Ketten bilden, also relativ komplex. Das war das, was es sozusagen gab zu dem Zeitpunkt. Das war aber nicht genug für Multics und Ted Glaser vom MIT hat dann mit John Kulur daran gearbeitet, die GE635-Maschine zu upgraden mit Multics-Features und das war dann die 645. Da kommt Segmentierung dazu und Paging und dieser I.O.-Controller. Ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich General I.O.-Controller, habe ich jetzt vergessen. Das war also nochmal extra Hardware, die sich um Geräte kümmert. Die Indexregister nicht, aber es kamen 8 Basisregister dazu und die wurden immer konventionell verkettet zu so Paaren. Das heißt also, man hatte 4 Paare, die irgendwo beliebig in den Speicher zeigen konnten, wo ich dann irgendein Offset drauf addieren kann. Weil man eben diese Segmentierung hat, also man muss immer sagen, ich will das Wort aus dem Segment so und so, an der Stelle so und so. Und mit diesen Basisregistern kann man dann eben sagen, und jetzt bitte noch an der Stelle irgendwie der und der Offset da drauf. Also es wird die Adressierung nochmal komplizierter. Das war die ursprüngliche Architektur. 73 bringt dann Honeywell die 6180 raus. Das war tatsächlich ein Upgrade auch der Architektur, nicht nur ein neuer Name oder neue Fertigung oder sowas. Da kam dann ein bisschen was dazu. Ein Extended Instruction Set, was halt noch mehr Sachen konnte. Und diese Basisregisterpaare wurden auch noch verändert. Also das waren dann 8, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch noch eine Folie zu, das waren dann 8 Register, wobei das sozusagen die Paare ersetzt hat. Also ein Register, ein Pointer-Register ist dann die Kombination, also was vorher ein Paar von Basisregistern war. Das heißt, man hat das verdoppelt, die Anzahl der Register effektiv. Und dieser Ring-Mechanismus, um eben Zugriffsschutz und so weiter zu machen, der war am Anfang nicht in der Hardware implementiert in der ersten Maschine, und bei der Honeywell 6180 dann eben schon. Dann gab es noch spätere Modelle, die aber dieselbe Architektur eigentlich sind. Level 68 hieß das und später DPS8M. Das M steht für Multics. Das ist also eine Zeichnung von einem Künstler, wie so eine Installation aussehen kann. Also wir sehen hier vorne links diese, ich weiß nicht, ob man meine Maus sieht, also hier dieses da. Das ist ein CPU-Schrank und da hinten ist auch noch eine, also hier dieser da, das ist auch nochmal CPU. Dann diese X-förmigen Kreuze, das sind diese I.O.-Controller, hier sind auch 2. Haben wir hier, ich glaube, das hier soll Speicher sein, hier in der Mitte das. Ich weiß nicht, was das da hinten noch ist, wahrscheinlich auch noch irgendwie Speicher und hier vorne natürlich irgendwie Festplatten und Bandlaufwerke und also das ist eine größere Multics-Installation gewesen, wie man sich das vorstellen kann. Zur Programmiersprache. So die Anfänge der Computertechnik irgendwie mehrere verschiedene Richtungen so aufeinander getroffen. Also es gab so diese wissenschaftliche Community, die haben halt mit Fortran programmiert. Die kamen so aus dieser Analogrechner-Richtung irgendwie und halt für wissenschaftliche Zwecke Berechnung.
Und es gab die Business-Abteilung, mehr oder weniger, die halt Lochkartenverarbeitung gemacht haben für halt irgendwelche finanziellen Sachen und ja, was auch immer. Und das, die haben halt COBOL benutzt zu der Zeit. Und IBM hat ja dann in den 60ern das System 360 rausgebracht. Und die Idee war, also die 360 Grad sozusagen, dass man alle Bereiche abdeckt und nicht verschiedene Computer und verschiedene Programmiersprachen hat für verschiedene Zwecke, sondern dass man alles mit derselben Hardware und mit derselben Programmiersprache macht. Und das Ergebnis der Programmiersprache dann war eben PL1. Das kann man sich vorstellen als irgendwie so eine Mischung aus Fortran und COBOL und ALGOL. Also die wissenschaftlichen Features aus Fortran, so mit Arrays und so weiter. Dann COBOL für so verschiedene Datenformate und so weiter und strukturierte Daten, nicht nur Zahlen. Und ALGOL, so sozusagen so strukturierte Programmierung und so algorithmisches Denken halt irgendwie. Genau, das hatte ich schon angesprochen. EPL, das Early PL1, wurde von Doug McElroy und Bob Morris implementiert mit TMG. Das ist so ein, das heißt Transmogrifier. Das war so ein früher Compiler-Generator, so ein Parser- und Compiler-Generator. Genau, das hatte ich auch schon gesagt. Also erst auf CTSS und auf GCOS und dann später auf Multics selbst. Aber das war eben sehr langsam und GE hat eben auch an einem Compiler gearbeitet und 69 kam dann die Version 1 von dem richtigen PL1-Compiler raus, der die alle Sprachfeatures dann unterstützte. Und V2 davon kam dann raus für die 6180 von Honeywell, weil das ja ein Architektur-Upgrade war und dann musste natürlich auch anderer Code generiert werden. So, was ist mit Multics heute? Also, wenn man Informationen zu Multics finden will, dann ist die Multicians-Seite, also halt die Anlaufstelle, da ist, findet man ganz viel Zeug, irgendwelche Geschichten von Leuten, die das entwickelt haben, die das benutzt haben, Dokumentation und so weiter, also da findet man sehr viel. 2007 erst wurde der Multics-Source-Code überhaupt veröffentlicht, vorher war das halt irgendwie, ja, war das halt nicht öffentlich, gehörte halt Bull und ja, und bis dahin gab es eigentlich keine Möglichkeit, überhaupt irgendwie Multics oder keine Hoffnung, überhaupt Multics jemals wieder zum Laufen zu kriegen. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ein SIMH-basierter Emulator soweit war, von Harry Reid und Charles Anthony wurde der geschrieben. Und seit 2014 kann der tatsächlich Multics booten und man kann das jetzt wieder benutzen. Es gibt seitdem auch neue Releases von Multics, also 12.6f und 12.7. Wahrscheinlich sind wir mittlerweile sogar schon weiter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Punkt 8 jetzt schon fertig ist oder ob da noch dran gearbeitet wird, aber also es gibt eine kleine Community, die halt sich weiter um Multics kümmert und das weiterentwickelt. Es gibt öffentliche oder halböffentliche Multics-Systeme, wo man Accounts kriegen kann. Also bun.ai zum Beispiel, dann das Golden Hill Multics, da findet die Multics-Entwicklung statt. Das ist auch das, wo ich mich gerade eingeloggt habe, das zeige ich auch gleich. Und beim Living Computer Museum, was jetzt so ein bisschen unklaren Zustand irgendwie hat, läuft auch Multics und zwar mit diesem schönen Panel, was hier sichtbar ist. Das ist also ein 6180 Front Panel und das ist an dem Multics-Emulator angeschlossen. Und das hat also wahnsinnig viele Lichter und man sieht da auch links, kann man so Räder drehen, da sieht man, kann man den ganzen Zustand der Maschine eigentlich ablesen. Also das ist sehr eindrucksvoll, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzusehen. Da gibt es auch Videos davon, wie dann dieses Idle-Pattern da so langläuft, also sehr schön. Und gibt halt so eine kleine Multics-Community auf Slack hier, also multics.slack.com, wo ich auch vor ein paar Monaten sehr viele blöde Fragen gestellt habe, um mit dem System klarzukommen. Da sind halt die Leute, die das gut kennen. So, kurzer Überblick, wie benutzt man Multics, was gibt es? Das Modell ist so, dass man sich einloggt mit seinem Benutzer und dann hat man einen einzigen Prozess die ganze Zeit. Also es ist nicht wie bei Unix, wo man mit Fork und Exec und Exit und so weiter Prozesse spawnt nach Lust und Laune,
sondern Prozesse sind sehr schwergewichtig auf Multics und deswegen kriegt jeder Benutzer nur einen. Und wenn man verschiedene Programme ausführen will, dann landen die alle in demselben Adressraum in verschiedenen Segmenten und müssen sich den halt teilen. Es gibt Texteditoren, EDM, Quedix, TED und Emacs. Emacs war für Multics nicht ganz der erste Emacs, der in Lisp implementiert wurde, aber sehr früh, weil Mac Lisp gab es als Sprache auch. Neben halt Assembly und PL1, das sind so die, also Assembly braucht man natürlich, PL1 natürlich auch bei Multics. Und dann gab es halt noch ein paar andere, Mac Lisp zum Beispiel eben. BCPL kann man benutzen, Fortran, COBOL, ich weiß nicht, ob jemand überhaupt mal COBOL benutzt hat auf Multics. APL, Pascal, C gibt es mittlerweile auch und RDC, ich habe vergessen, wofür RDC steht, aber das ist auch so ein Parser-Generator irgendwie. Es gibt Debuggers, also Debug ist so ein Low-Level-Assembly-Debugger sozusagen und Probe, damit kann man auf einer höheren Ebene debuggen. Muss ich aber zugeben, ich habe die beide noch nicht ausprobiert, kann ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Es gibt auch ein paar Spiele, Dungeness und Text Adventure und ich weiß nicht, was es noch gibt, habe ich mich auch jetzt nicht so mit befasst. Der Help-Befehl ist sehr nützlich als Anfänger. Das zeigt einem die Infosegmente an. Das ist so wie Unix Manpages, kann man sich das vorstellen. Also gibt Help LS ein und dann findet man alle Infos zu LS. Und all diese Befehle oder sehr viele Befehle haben zwei Namen, interessanterweise. Einen langen, der sehr deskriptiv ist, also zum Beispiel List, und dann einen kurzen Namen, der einfach und schnell zu schreiben ist, eben LS. Und LS kennt natürlich jeder von Unix. Jetzt wird es ein bisschen haarig. Und zwar, wie funktioniert das Linken über die Segmente? Das ist ein zentrales Thema in Multics auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich da jetzt euch nicht mit überfordere. Das ist ja ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen haarig. Also die Idee ist, ich habe irgendwo in meinem Code, also hier, das ist das Segment A, und ich habe irgendwo in meinem Code einen Befehl, der will jetzt aus dem Segment B dieses Wort an der Adresse foo laden. Da steht jetzt irgendwie 1234 drin, 1234 5. Und das will ich in den Akkumulator laden mit LDA. So, wie mache ich das? Die Adresse, die kann ich zur Kompilierzeit nicht wissen, weil das Segment, das wird halt erst dann im Prozess sichtbar, wenn es überhaupt benutzt wird. Wie das erreichbar ist, kann ich eben vorher nicht wissen. Das steht hier nämlich in diesem Deskriptor-Segment. Das gibt es für jeden Prozess einmal und da stehen alle Segmente drin, die dieser Prozess kennt. Und jetzt hier in diesem Zustand, an dem Anfangszustand, kennen wir das Segment Link und das Segment A. Die kennt also der Prozess. Und ich muss jetzt irgendwie an Foo rankommen. Und ich kann nicht zur Laufzeit einfach die Adresse irgendwie vom Linker patchen lassen, weil der Code soll in verschiedenen Prozessen funktionieren. Also dasselbe Segment soll sich geteilt werden können mit verschiedenen Prozessen. Aber bei denen, die haben wiederum, kennen wieder die Segmente unter anderen Adressen und so weiter. Das heißt also, ich kann nicht den Programmtext patchen, weil das dann nur für einen Prozess funktionieren würde und nicht für mehrere. Das heißt, ich brauche Indirektion. Und dafür ist dieses Link-Segment nötig. Das heißt also, die Adresse speichere ich nicht in dem Programmcode, sondern ich sage per Indirektion, naja, die Adresse steht hier in dem Link-Segment. Jetzt ist das Problem aber, das Link-Segment ist ja auch für jeden Prozess irgendwo anders und anders aufgebaut. Aber das Link-Segment ist immer nach demselben Schema sozusagen aufgebaut. Das heißt, ich finde immer an derselben Stelle die Adresse für das Wort, was ich adressieren will. Das habe ich hier mit diesem BFU genannt. Das ist also eine Adresse, die zeigt hier in das Link-Segment rein und da steht an der Stelle, die für das, also das ist ein Offset in den Teil im Link-Segment, der zu dem Segment A gehört. Also jedes Segment hat einen eigenen Teil in diesem Link-Segment und der wird
der wird adressiert und dann finde ich an Stelle BFU innerhalb davon Informationen über das adressierte Wort. Und da steht jetzt aktuell drin mit diesem FT2, das ist ein Fault Tag, das heißt also, wenn darauf zugegriffen wird, gibt es ein Trap in das Betriebssystem und dann kommt der Linker ins Spiel und muss dann rausfinden, wo ist denn diese Adresse in dem Prozess jetzt. Und bevor das stattfindet, ist einfach das symbolisch gespeichert. Also ich habe das hier mit den spitzen und eckigen Klammern geschrieben. Da steht einfach symbolisch, das Segment hat den Namen B und meine Adresse hat den Namen Fu. Und der Linker muss dann rausfinden, was für Zahlen sind das? Was ist das numerisch? Und im LP, das ist der Linkage Pointer, ist abgelegt, wo ich für das aktuelle Segment meine Link-Sektion finde. Der muss also immer zu dem Segment, was gerade ausgeführt geführt wird, stimmen. Und der nächste Schritt ist dann, dass der Linker, was hat sich hier verändert? Genau, der erste Schritt ist erstmal, dass der Linker das Segment B überhaupt findet und das in die Tabelle einträgt. Das heißt, ich habe jetzt eine Segmentnummer B, die kann ich benutzen, um in B zu adressieren. Und dann kommt hier der zweite Schritt. Dieser Fault-Tag, der wird jetzt aufgelöst in eine numerische Adresse mit Segmentnummer B und Offset-Fu. Das heißt, das zeigt jetzt dazu dem Wort. Und ITS steht für Indirect to Segment. Das heißt also, es ist nochmal eine Indirektion mehr. Und die Nummer B zeigt halt wiederum in die Tabelle und Fu zeigt auf das Offset. Das heißt, ich habe jetzt hier über diese zwei Schritte, habe ich jetzt endlich mein Wort adressiert in dem anderen Segment. Das ist relativ kompliziert. So, genug dazu. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Ich habe dazu auch eine Demo. Also ich bin hier, na, die Verbindung ist, glaube ich, verreckt. Ich kann mich wieder neu verbinden. Ah, nee, kann ich nicht. Hilfe. Ah, nee, ich habe mich verschrieben. Gut. Ach, Glück gehabt. Also das hier ist das Golden Hill Multic-System von Eric Swenson. Also jetzt bin ich sozusagen, jetzt kann ich mich einloggen. Jetzt kann ich sagen LAAP. Oh, das war eine A zu viel. Scheiße. Ah, nochmal. Swenson.org. So. LAAP. So, Passwort natürlich. So, jetzt bin ich eingeloggt und jetzt kann ich zum Beispiel mit ls hier mir meine Dateien anzeigen. Das zeigt erstmal noch keine Verzeichnisse an. Ist das groß genug? Ja. Da brauche ich den -d-Switch, dann zeigt er mir an, welche Verzeichnisse ich habe in meinem Home-Verzeichnis. Und cwd steht für Change Working Directory und damit kann ich jetzt zum Beispiel hier in das X-Verzeichnis reingehen, wo ich meinen Beispielcode habe. Mal gucken, was habe ich denn hier? Irgendwie. Hä? Ah, okay, da war gerade irgendwas komisch. Ich habe mir ein Alias gemacht, P für Print, was eine Datei ausgibt. Und ich kann zum Beispiel jetzt mal. Ich fange erstmal mit ein bisschen einfachem PL1-Code an. Das ist nicht so einfach. Wir machen mal. Ich habe jetzt nichts Einfacheres. Dann machen wir das mit den Segmenten gleich. Das ist auch nicht so schlimm. Erstmal was ganz Grundlegendes zu Segmenten. Also in PL1, also PL1 ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, man kann das einigermaßen verstehen, wenn ich es erkläre. Hier oben deklarieren wir jetzt eine Variable Data und dann kommt ein Dollar. Und das bedeutet, dass Data der Name eines Segments ist. Und wenn dahinter nichts mehr kommt, dann ist das, was ich in dem Segment haben will, einfach dasselbe wie das Segment selber. Also das steht für Data. Und da kann ich jetzt, also ich habe den als String deklariert
Und da kann ich jetzt einfach reinschreiben, irgendein Beispiel String von Monty Python in dem Fall. Wenn ich das jetzt hier kompiliere, achso, das brauche ich gar nicht hier. Ich lösche nochmal das Segment und erstelle das nochmal neu. Wenn ich das jetzt in dem Zustand ausgebe, dann ist das halt einfach leer. Und wenn ich jetzt mein Programm ausführe, DataSeq, dann hat er da jetzt was reingeschrieben. Das sieht man aber am Anfang lustigerweise noch gar nicht. Ich muss Adjust Bit Count machen und dann guckt er nach, wie viele Bits sind da überhaupt irgendwie nicht 0 und setzt dann den Bitcount, wie groß die Datei ist. Also die Dateigröße wird in Bits angegeben. Und wenn ich jetzt das ausgebe, dann steht da mein Text. Also so einfach kann man in ein Segment reinschreiben. Einfach sagen, das Segment heißt so und so, Zuweisung, fertig, steht es drin. Der Rest wird vom System erledigt. Das war das Beispiel. Jetzt zeigt mir irgendwie, doch hier, so. Und jetzt habe ich ein Beispiel, was über mehrere Segmente geht. Gebe ich erstmal beide hier aus. Und ich lösche nochmal die schon kompilierten Versionen hier. Also in Segment 1 sage ich, ich habe hier ein Entry, der heißt sec2 hello. Und dann rufe ich sec2 direkt auf, sozusagen ohne noch einen Entry-Namen. Und dann rufe ich den auf mit dem hello-Entry-Namen. Und hier in sec2 sieht man, es gibt zwei Sachen, zwei Entries. Also einmal dieser Haupt-Entry, der auch sec2 heißt. Und der gibt einfach Text aus. Also this is segment 2. Und bei hello sagt er hello. Also kann man sich vorstellen, was das wahrscheinlich tut. Wenn ich das jetzt kompiliere, also sec1, und das versuche auszuführen, dann wird er sich beschweren, dass er das Segment 2 nicht kennt. Woher soll er es auch kennen? Es existiert ja gar nicht. Ich habe es ja noch gar nicht kompiliert. Jetzt kann ich Segment 2 kompilieren und kann jetzt nochmal, ich kann es jetzt nochmal versuchen und dann funktioniert es. Dann findet er also, dann versucht er nochmal, ist das Segment 2 jetzt vielleicht da? Ja, ist es. Dann kommt der Linker und snappt das irgendwie, also so wie ich das vorhin erklärt habe. Und dann funktioniert dieser Funktionsaufruf über mehrere Segmente. Und hier wird dann der Code vom Segment 2 ausgeführt. Also das Beispiel für den dynamischen Linker. Das war, glaube ich, alles, was ich zu Segmenten sagen wollte. Dann zu dem nächsten zentralen Konzept von Multics, die Ringe. Die sind ja auch nicht so ganz trivial zu verstehen, aber es ist, man kommt da schon durch. Also ein Prozess wird immer ausgeführt in irgendeinem von 8 Ringen. Also jeder Prozess, immer wenn er, also der Prozessor ist immer in einem, führt immer in einem Zustand geradeaus, befindet sich immer in einem Zustand, also in einem Ring. Und jedes Segment hat jetzt so eine genannte Ring Bracket. Das sind 3 Zahlen, R1, R2, R3 habe ich die hier genannt. Und die haben bestimmte Bedeutung. Und zwar kann ich in das Segment schreiben von Ring 0, das ist der innerste, also der am privilegiertesten, bis einschließlich Ring 1. Also das habe ich hier mit diesem Write gemacht. Also wenn ich ein Segment habe, was R1 auf 3 gesetzt hat, also hier oben habe ich R3, 4, 5 hingeschrieben als Beispiel, dann kann ich hier von Ring 0, 1, 2 und 3 in das Segment reinschreiben. Und außerhalb kann ich es nicht. Von Ring 0 bis einschließlich R2 kann ich aus dem Segment lesen. Also von 0, 1, 2, 3, 4 kann ich lesen. Und zwischen Ring 1, also R1 und R2, also in dem Fall 3 und 4, kann ich Code ausführen. Also das heißt, ich kann da reinspringen irgendwie. Und das letzte ist der Call Access, also ausschließlich, deswegen die runde Klammer, R2 bis einschließlich R3, bedeutet, ich kann da wie funktioniert das nochmal? Kann ich von da ja, reincallen eigentlich. Genau, also ich kann von, wenn ich im Segment 5 ausführe, dann kann ich von Segment 5 einen Gate-Call machen und lande dann im Segment 4, in dem Segment, um was es mir geht.
Und das ist eben der Mechanismus, um von einem äußeren zu einem inneren Ring zu kommen. Also man referenziert dieses Callgate und springt dann in diesen inneren Ring rein. Das heißt, auf die Art werden auch System Calls implementiert. Also es gibt keinen Trap-Befehl irgendwie, wie bei anderen Betriebssystemen, der dann vom Betriebssystem, also erstmal von der Hardware abgefangen wird, der dann irgendwie rausfindet, was war das für ein System Call und so weiter. Irgendwie so User- und Kernel-Mode. Das gibt es hier nicht, sondern man sagt einfach nur, ich rufe diese Funktion direkt aus und dann, wenn das ein Gate-Call ist, dann werden halt die Rechte gecheckt, ob ich das darf und so weiter. Und Ring 0 bis 4 werden normalerweise benutzt. Also 0 und 1 wird vom System benutzt. 4 ist der normale User-Ring. Und 5, 6, 7 werden im Grunde nicht wirklich benutzt. Also man kann die benutzen, aber da funktioniert sehr vieles nicht, weil man einfach sehr viele Rechte nicht hat, wenn man von diesen Ringen kommt und irgendwas in den inneren Ringen machen will. Das geht dann halt nicht. Das ist also, ja, also man kann das benutzen für sehr, für Anwendungen, die halt sehr unprivilegiert sein können, sollen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man irgendwie einen Emulator für irgendein anderes Betriebssystem oder sowas schreibt. Zum Beispiel, ich könnte mir überdenken, ich kann ein Unix-API implementieren, die halt auf diese ganzen Multics-Ebenen überhaupt keinen Zugriff hat, sondern nur auf irgendwie was so aussieht wie Unix oder wie Windows oder keine Ahnung was. Und dann habe ich halt meine Callgates, die ich dann nur aus dem Ring 5 benutzen kann zum Beispiel und habe dann nur diese eine Schnittstelle zur Verfügung, um mit dem System zu kommunizieren. Das wird also in der Praxis nicht wirklich benutzt, aber es ist, man kann das auf jeden Fall machen. Das war von Anfang an so gedacht. Ursprünglich wollten sie 64 Ringe haben. Ja, ich weiß auch nicht, warum so viele. Und dann haben sie aber bei der Hardware gedacht, okay, 8 reichen auch. Und am Anfang haben sie tatsächlich, als es noch in Software implementiert war, haben sie die Systemringe 0 und 1 haben sie auch in einen Ring 0 kondensiert, weil diese Gate-Calls sehr schlechte Performance hatten in der ursprünglichen Implementation, als es die Hardware noch nicht konnte. So, und wenn wir jetzt also von Ring 5 zu Ring 4 einen Aufruf machen wollen, dann brauchen wir drei Segmente dran beteiligt. Ich sehe gerade, wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Ich hoffe, ich schaffe es noch. Und zwar einen äußeren Ring, das ist der Ring 5. Dann gibt es einen inneren Ring, das ist also im Ring 4. Also Segmente, die sozusagen Ring 5 und Ring 4 sind. Und dazwischen gibt es dieses Gate. Das hat zum Beispiel, es muss jetzt nicht genauso aussehen, aber diese Ring-Brackets 4, 4, 5. Dadurch kann ich durch das Gate von 5 in Ring 4 kommen. Und da habe ich auch Beispiele. Ich habe ein Inner- und ein Outer-Programm. Und ich will von dem Outer in das Inner reincallen. Das heißt also, ich habe hier zwei Entries gemacht, ein Gate, also ein Entry, der durch das Gate geht und einer, der es versucht, direkt aufzurufen. Und ich habe hier in Inner habe ich eine Prozedur, die in Ring 4 läuft und die multipliziert einfach das Argument mit 10 und gibt es zurück, einfach was ganz Simples. Und hier versuche ich das direkt aufzurufen, ne, über Inner Proc 4, so wie wir es vorhin auch gesehen haben in dem Segmentbeispiel. Und über das Gate, da ist jetzt das Segment Let Me In, das zeige ich auch gleich, wird Proc 5 aufgerufen. Und das ist aber eben gerade mein Gate, Let Me In, LM. Und das habe ich hier definiert, das ist das Segment Let Me In. Und da habe ich definiert, es gibt ein Gate, das heißt Proc 5. Und was das macht ist, es springt zu Inner Proc 4 und hat zwei Argumente. Und wenn ich das jetzt hier ausführe über die Shell, also von Outer versuche ich erstmal den direkten. Das funktioniert, weil ich in Ring 4 bin. Und wenn ich über das Gate gehe, funktioniert das auch. Aber jetzt muss ich mich nochmal neu einloggen in Ring 5. Na.
Also ich kann hier mit minus Ring 5 sagen, dass ich in Ring 5 mich einloggen will. Dann kann ich zum Beispiel hier schon mal bestimmte Startskripte gar nicht ausführen, weil ich das in Ring 5 nicht darf. Wenn ich jetzt hier in meinen Example Code gehe, wenn ich jetzt versuche von Outer den direkten Call zu machen, dann sagt der Error irgendwie, also darf ich nicht. Aber wenn ich jetzt sage Outer Gate, dann macht er den Aufruf durch den Gate und durch das Gate und das funktioniert. Und um die Rechte nochmal anzuzeigen, also mit LA, das steht für List Attributes. Da sieht man in der ersten Zeile 444. Ach nee, das waren die falschen. Inner und Outer hießen die, sorry. Inner und Outer. Also Inner ist 444, Outer ist 555, 455, damit ich es auch von 4 ausführen kann. Und das Gate ist eben, hat diese Definition 445, wie ich es auch in den Folien hatte. Also wenn man das halt so zusammenbaut, kriegt man diese Gate-Calls eben hin. Dann gehe ich hier wieder. Ne? Der sagt nichts mehr, okay. Ich hoffe, das ist alles schon ein bisschen knapp. Also es gibt noch, da gehe ich vielleicht ein bisschen schneller drüber, diesen I.O.-Switch, um I.O. zu machen. Und ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Also jeder Prozess hat eine sogenannte Attachment Table, die kann ich mir auch ausgeben mit Print Attachment Table. Und dann steht hier, das sind symbolische Namen für Attachments, die der Prozess kennt. Und das sind I.O.-Dinge irgendwie. Und hier steht daneben, was das für ein I.O.-Modul ist. Also Syn steht für Synonym, also es ist einfach nur ein anderer Name für ein anderes Ding. In dem Fall User.io. Und User.io ist jetzt hier ein bisschen komplexer, als es normalerweise ist, weil ich in so einem komischen Fenstersystem bin. Aber das ist im Grunde verbunden einfach nur mit meinem Terminal. Das ist hier in dieser Skizze gemacht. Also User-Input, User-Output und Error-Output sind alles Synonyme für User.io. Und das ist ein TTY-Modul, also Teletype-Modul, was mit meinem Terminal verbunden ist. Und ich kann jetzt unter diesem symbolischen Namen User Input, Output und so weiter, kann ich eben I.O. machen, so ähnlich wie man das von Unix kennt, zum Beispiel mit File-Deskriptoren. Und um jetzt zum Beispiel Segmente zu benutzen, ich muss die Segmente nicht so benutzen, wie ich das vorhin gezeigt habe, sondern es gibt auch ein vFile-Modul, was mir so eine sozusagen normales File-Interface gibt, so mit Open und Close und so weiter, Read-Write. Das ist manchmal ein bisschen praktischer. So ist dieses IO-Dings implementiert. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe auch noch zwei Folien. Okay. Also, dann bin ich jetzt so, komme ich zum Ende. Also, was ist von Multics übrig geblieben? Also, Timesharing, klar, gibt es immer noch. Symmetrische Multiprozessorsysteme haben wir auch heutzutage, ist ganz klar. Hierarchisches Filesystem haben wir auch. Paging benutzen wir natürlich auch. Segmentation, das hat es irgendwie nicht geschafft. Also der 386 implementiert es zwar noch, aber das benutzt eigentlich keiner. Und AMD 64 hat das ganz rausgeschmissen und andere Architekturen haben es schon gar nicht. Dass Segmente und Dateien auf der Festplatte irgendwie so das Gleiche sind, hat sich auch nicht durchgesetzt. Dynamisches Linking haben wir natürlich, aber es ist halt nicht so implizit wie bei Multics, dass er einfach nur den Namen anguckt, sondern man muss dann irgendwie das halt ein bisschen komplexer machen. Zugriffskontrolle, also da habe ich jetzt nicht drüber geredet, das ist relativ unspektakulär, das gibt es natürlich, das kennt jeder irgendwie, dass man verschiedene Rechte hat für verschiedene Dateien. Dann dieser Ring, dieses Ringsystem mit verschiedenen Levels, das haben wir auch nicht. Der x86 wiederum implementiert es noch. Aber es findet auch da natürlich nur begrenzt Anwendungen und andere Architekturen machen es eben nicht. Dann, dass eben wir eine Shell haben, die im User Space läuft, klar, bei Unix und so weiter ist das so. Geräte, unabhängiges I.O. haben wir natürlich auch. Und dass wir im laufenden Betrieb die Hardware irgendwie austauschen können, teilweise. Also vielleicht jetzt nicht dieser Laptop, aber größere Systeme können das schon. Also um jetzt zurückzukommen auf die Anfangsfragen, also ist das irgendwie so ein unnahbares, komisches Wesen irgendwie aus der weiten Vergangenheit?
eigentlich nicht. Also man kann sich einloggen und das benutzen. Das macht Spaß. Und ist es irgendwie, war es irgendwie, ja, ist es, ja, wie sagt man, also hat es jemals überhaupt funktioniert und war es einigermaßen erfolgreich? Naja, also es funktioniert zwar, wunderbar, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass das ein besonders erfolgreiches System war. Also es gab irgendwie Installationen im zweistelligen Bereich, aber es war nicht der Erfolg, mit dem man, also den man irgendwie gerne gehabt hätte. Einflussreich war es, denke ich, schon. Also wie gesagt, hier diese Sachen da. Ist jetzt vielleicht nicht alles nur wegen Multics, aber das ein oder andere, denke ich, kann man schon auf Multics zurückführen. Dass jede Datei, so wie mit MMAP, irgendwie im Speicher sichtbar ist, naja, wir haben ja gesehen, wie es funktioniert. Also es ist nicht ganz falsch, die Idee, aber es ist halt, man muss das nicht explizit machen. Und ist Unix ein kleineres Multics? Also in den Details auf keinen Fall. Aber man merkt, wenn man Multics benutzt und Unix eben auch kennt, dass es sich relativ ähnlich anfühlt irgendwie. Also als Benutzer kommt einem das System nicht völlig fremd vor. Also ich würde schon sagen, es ist, man spürt die Inspiration auf jeden Fall. Genau, das war es jetzt erstmal von den Folien. Viel Zeit ist ja auch nicht. Also ich könnte jetzt noch vielleicht, wenn ihr Fragen habt oder noch irgendwas zeigen, irgendwie, ich kann Emacs starten oder irgendwie sowas. Also ich weiß nicht genau, ja. Ja, erstmal du, genau. Du warst, glaube ich, als Erster hier. Debug, also Debug habe ich auch. Naja, du hast halt verschiedene Segmente. Ne? Also die, du kannst auch verschiedene Programme, zum Beispiel den Emacs, den, scheiße, ich habe jetzt das, ich habe jetzt den Befehl vergessen bei Emacs natürlich, ach, nervig. Aber man kann den Emacs, ah doch, so genau. Also der Emacs ist jetzt hier, ich bin raus aus dem Emacs, aber hier steht jetzt Level 2. Das heißt also, der hat jetzt noch irgendwie Stackframes da, die kann er weiter benutzen, aber ich bin jetzt erstmal hier in einem anderen Ding drin. Und wenn ich jetzt wieder SR mache, das steht für Start, glaube ich, bin ich wieder zurück in Emacs. Also es können mehrere Prozesse, also mehrere Programme sozusagen in einem Prozess koexistieren. Und ja, so kann man eben auch diesen Debugger benutzen. Das heißt aber, es ist kollaborativ, der Prozess muss irgendwie die Kontrolle an den Debugger zurückgeben. Ich weiß jetzt nicht die Details, sorry. Ja. Ja. Du hast ja gesagt, du kannst bei anderen Architekturen, da sagen wir das eher nicht. Also ich kenne es von RISC-V zum Beispiel, da gibt es so verschiedene Modi. M-Mode für Machine-Mode, das so natürlich duplikiertes, S-Mode, Supervisor-Mode und U-Mode, der User-Mode. Das ist also für mich so ein bisschen. Ja, okay. Gut, es gibt schon irgendwie unterschiedliche Levels, das stimmt schon. Aber es gibt halt, die sind irgendwie nicht so numerisch spezifiziert und mit diesen Ring Brackets, ne? Also das ist irgendwie, das muss irgendwie alles vom Kernel gemanagt werden, dass er in den richtigen Mode springt, ne? Aber du hast schon recht, es gibt schon mehrere. Ja, das fehlt noch was, ja. Also wenn ich einen Kernel zum Beispiel habe, der läuft mit S-Mode, kann ich einen anderen Mechanismus haben, der M-Mode läuft, wo dann der Kernel auch da reinfällt, zum Beispiel. Ja, okay. Ja, aber du hast halt nicht diesen Gate-Mechanismus irgendwie, ne? Also dass das so sozusagen so relativ nahtlos ineinander übergeht. Also das wollte ich damit sagen. Also es stimmt natürlich, dass man verschiedene Privilegien-Level auch hat. Ja, also ja, muss ich vielleicht ein bisschen modifizieren, meine Aussage, ja. Ja. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Ja. Ja. Oh, da bin ich jetzt auch nicht so informiert, wie die Architektur von so Supercomputern genau funktioniert. Also da hast du ja sowieso nicht einen Computer, sondern das ist ja eine Riesenverschaltung von irgendwie einem Haufen Computern. Das muss ja dann irgendwie verteilt werden und so. Also wie das genau im Einzelnen funktioniert, weiß ich auch nicht.
Ja, also der Befehlssatz ist relativ komplex, ja. Also das musste man halt damals so machen. Also RISC ist ja, war halt früher einfach nicht möglich zu implementieren sozusagen. Das kam ja dann erst mit irgendwie guten Caches und so weiter. Das war halt in den 60ern undenkbar. Also deswegen ist halt die Architektur so, wie man das in den 60er Jahren halt gemacht hat, weil es halt so sinnvoll war damals, ja. Ja? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, du sollst von einem privilegierten Level nicht ohne weiteres in irgendwelchen User-Code springen können. Also würde ich jetzt denken. Also dieses ganze Ringsystem, wie das konzipiert wurde, ist halt in dieser ganzen Breite auch nicht so benutzt worden, glaube ich. Also das existiert zwar alles, aber ich glaube, die Benutzung war dann doch limitiert. Also würde ich mal vermuten, genau. Also weiß ich jetzt auch nicht im Detail. Also, es gibt ein Buch, Elliot Organic, irgendwie, ich weiß nicht, The Multics System oder sowas, also es ist ein ganzes Buch über die Architektur von Multics, wo es auch eben ein langes Kapitel über Ringe gibt, wo dann im Einzelnen beschrieben ist, was passieren muss, wenn ich von dem Kernel irgendwie nach draußen calle und dann wieder zurück, weil ich kann ja dann nicht einfach einen Return machen. So. Ich muss mir irgendwie merken, woher ich komme, weil sonst kann ich ja einfach irgendwie meine Return-Adresse faken und dann in den Kernel zurückspringen oder so. Also das ist alles relativ kompliziert, wie das im Einzelnen funktioniert. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht genau, warum das so gemacht ist. Aber ich denke mal, dass man nicht aus Versehen irgendwie irgendwelchen zufälligen Code ausführt, den man nicht ausführen will. Das, genau, das läuft dann, richtig, genau, das kommt da auch noch, genau, also wenn du, genau, du kannst nicht, also der Ring ändert sich nicht, wenn du woanders hinspringst, das geht dann nur mit diesem Call durch ein Gate, um den Ring zu ändern, richtig, genau, richtig, genau, richtig, richtig, genau. Richtig, richtig, genau. Ja, das wird der Grund sein, genau. Ja, aber also wie gesagt, die Details sind sehr komplex. Also auch Funktionsaufrufe und so weiter, die sind alle riesig. Da werden also irgendwie so eine Call- und Return-Sequenz sind irgendwie, was weiß ich, 20 Befehle oder was, die ganz komplizierte Stack-Frames aufbauen. Also das ist wirklich sehr, sehr schwergewichtig, diese ganze Angelegenheit. Ich habe mich da mal ein bisschen durchgearbeitet, um das zu verstehen. Das ist echt nicht simpel. Ja. Ja, ne, ich bin ja auch fertig, also wenn ihr auch fertig seid, genau, also wir können sowieso draußen reden, ich stehe ja hier direkt um die Ecke immer rum, also ja, wir können uns gerne über Multics unterhalten. Okay, ja cool, also vielen Dank, dass ihr da wart.